In Kürze mehr darüber. Also Gary, was darf sein? Nun, ich kann Ihnen sagen, dass mir bisher durchaus gefällt, was ich hier in New York so sehe. Die Mannschaft ist wie üblich sehr stark, Eastern wie Western. Ich mag San Francisco, habe aber auch eine Schwäche für Los Angeles. Okay, wir rechnen also mit New York und San Francisco im Finale. Vielleicht auch mit L.A. Hier haben Sie es zuerst gehört. Steine können dann am Ende der Saison geworfen werden. Das war's vom Sport. Zurück ins Studio. Danke, und das ist längst nicht alles. Hier ist Dan mit den Gesundheitsmitteln. Drei weitere Angestellte im Hauptquartier am Times Square wurden diagnostiziert. Freunde, haben Berichte über ein biochemisches Leck in ihrer Forschungseinrichtung in Midtown zurückgewiesen. Der Mutterkonzern Hargreave Rush konnte für einen Kommentar nicht erreichen. Bisher gibt es 127 im Labor bestätigte Fälle, aber aufgrund der Infektionsgeschwindigkeit wird Transportwege wurden gesperrt. Der Benzinpreis, die befürchtete Zahl. Wir müssen das Vertrauen unserer Gesetzeshüter wieder haben. Wo ist unser Militär? Zur gängigen Meinung ist Tequila nicht gut für die Gesundheit. Stimmt's, Al? Einfach nicken, dann wissen wir, dass sie noch leben. In Ordnung. Das ist doch scheiße. Kein Mensch holt die Force Recon für eine Bergungsaktion. Da oben sind böse Jungs. Das schwör ich. Das kann ich. Runter von mir! Achtung, Marines, wir haben neue Befehle. Los, Bewegung und Tauchausrüstung anlegen. 10 Minuten! Waffen bereit machen! Sag ich doch. Das Ebola-Virus bekämpft man nicht mit dem M16. Sie vermutlich schon. Mann, ich hab was von einer Alien-Invasion gehört. Na klar. Kommt E.T. auch? Was zum Teufel war das? Auf hier, Leute! Zurück! Alle Mann von Bord! Ich wiederhole, alle Mann von Bord! Schwerer Schaden in Ausdauer! Zentrale, wir sind getroffen! Wir sinken! Alcatraz war der Letzte.
Was ist mit diesen Leuten geschehen, Mann? Einfach nicht berühren. Hey! Die Freiheitsstatue hat wohl einiges einstecken müssen. Ja, aber noch steht sie. Stumme Schlange. Hey! Heißen Sie so? Alcatraz. Das Schicksal ist ein Teufel, was? Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Erde. Symbiose. Muss die Verbindung haben. Ich habe ihm den Anzug gegeben und damit mein Leben. Versprechen Sie mir. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Finde und beschütze Nathan Gould. Knacke das Vorhängeschloss. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von Crysis 2. Es ist endlich soweit, da wir Crysis 1 erfolgreich durchgespielt haben. Ja, das ist eine lange Zeit her. Also, es hat lange gedauert und hat mich etwas genervt, aber auf diesen zweiten Teil freue ich mich jetzt sehr. Vielen Dank fürs Einschalten. An alle, die neu zugeschaltet haben, heiße ich euch herzlich willkommen auf The Helpless Player und alle, die eingeschaltet haben, auch willkommen. Ja, das war das Intro erstmal und ich weiß nicht, sollen wir ein bisschen weiterspielen oder sollen wir das Intro lassen? Wir gehen mal ein bisschen weiter, um das Ganze noch ein bisschen herauszufinden, genau was jetzt hier abläuft. Also wir sehen hier auf jeden Fall Prophet, der ist tot, den kennen wir ja noch aus Teil 1. Um das Vorhängeschloss zu knacken, machen wir das nochmal. Wir sind jetzt Alcatraz, der eigentlich Bekannte aus dem Militär. Es kann sein, dass der Sound noch nicht ganz passt. Das ist immer beim ersten Part immer so ein bisschen fraglich. Aber das Ganze wird sich dann in den anderen Parts, denke ich mal, regeln. Also es kann sein, dass es zu laut ist oder zu leise. Und ich bin zu leise und das Spiel ist zu laut. Das kann natürlich sein, deswegen bin ich gerade mal in so einer ruhigen Phase, wo ich das erklären kann. Das bitte ich zum Verzeihen. Nächste Folge wird das dann besser. So. Also wir wissen noch nicht allzu viel. Also man muss dazu sagen, dass das Spiel leider nicht mehr blind ist. Also ich habe es damals schon mal durchgespielt. Aber dennoch ist es ein geiles Spiel, wie ich finde. Manche finden es nicht so. So, F. Hier spricht Dr. Akila Roy, E-Med-Krisenteam 1. Heute ist der fünfte Tag und wir haben praktisch... Sorry für die Unterbrechung, aber ich möchte ganz gern mal die Musik auf 5 beschränken. Noch keine Fortschritte beim Aufhalten der Infektion mit dem Manhattan-Virus gemacht. Viruzide zeigen vorübergehend Wirkung, vor allem Tramarovax und seine Generika. Aber letztlich schreitet der Prozess doch immer weiter voran. Wir können nichts anderes tun, als den Menschen beim Sterben zuzusehen. Und unsere Situation hat sich durch die strikten Kontrollen seitens der... Akila, du solltest jetzt wirklich nicht politisch werden. Nein, Jeff, Sie müssen es wissen. Ich möchte etwas zu Protokoll geben. Nach Ausrufung des Kriegsrechts hat Cell sich brutal und rücksichtslos verhalten. Ganz was Neues. Diese Kerle von der Privatarmee haben von Anfang an nur Panik verbreitet und sich uns in den Weg gestellt. Sie sind ihrer Aufgabe nicht gewachsen und je schlimmer die Lage wird, desto brutaler gehen sie vor. Und nach der Abriegelung der gesamten Insel auf Befehl von Commander Lockhart... Hey, das geht nicht. Akila, was zum Teufel machen Sie da eigentlich? Aus dem Weg, Doc. Es ist zu Ihrem Besten.
Also eine kleine Aufklärung für Leute, die vielleicht Crysis 2 nicht kennen und jetzt zugestoßen sind. Crysis 2 spielt in dem Sinn, also man sieht selbst, die Menschen sind hier leider infiziert. Das Ganze spielt jetzt nicht mehr auf der Insel, wie bei Crysis 1, sondern in New York. Und jetzt geht es hier halt darum, wir sind wie gesagt, ja, Alcatraz, also wie erkläre ich das ohne viel zu spoilern? Wir sind jetzt Alcatraz und dieser Gurt, der jetzt gleich kommen wird oder sich melden wird, er nimmt immer noch an, dass wir jetzt noch Prophet sind im Anzug. Das wird sich dann aber später herausstellen und lasst euch einfach überraschen. Also wir müssen halt gegen Aliens kämpfen und gegen Cell. Cell ist halt so eine Einheit wie die Militär zum Beispiel, nur Cell etwas härter. Ja, aber dazu wie gesagt später mehr, das werdet ihr alle mitbekommen, laufen des Let's Plays, und Lockhart ist halt sozusagen der Chef von der ganzen Militär-Scheiße da, also von Cell. Und ja, jetzt warten wir mal ab. Prophet? Hier ist Gold. Hören Sie mich, Mann? Prophet? Also ne, da seht ihr es, Gold. Gold, wie auch immer der sich nennt. Prophet? Hören Sie mir zu. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber die sind hinter Ihnen her. Sie müssen diese Marines finden. Also er ist immer noch der Annahme, dass wir jetzt immer noch die Leute finden müssen. Und ja. Was da jetzt aber dahinter verbirgt, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich mache nämlich jetzt einen kleinen Soundtest, weil es soll ja der nächste Folge auch perfekt sein. Vielleicht ist mein Mikrofon zu leise, vielleicht ist es aber auch zu laut und das Spiel zu leise. Also das weiß ich halt nicht, das muss ich immer abchecken. Deswegen machen wir jetzt hier einen Cut. Das war auch sozusagen das Intro erstmal. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet bei mir, The Helpless Player und der Sepp. Dann verabschiede ich mich. Vielen Dank und haut rein. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge.